Hey Leute, willkommen zu den Hive Survival Games. Yay, es geht gleich direkt los und ich kann auf Hive fliegen. Stellt euch vor, ja, 58 Sekunden sind es noch. In diesem Video geht es um mehrere interessante Themen. Zum einen, wo wollt ihr lieber SG haben oder ist euch das eigentlich egal? Auf Hive, auf Gomme oder doch auf einem anderen Server? Schreibt es auf jeden Fall unten rein. Und dann geht es auch noch um die Gewinnspielauflösung, die während des Videos erfolgen wird. Wann, verrate ich noch nicht. Das werdet ihr sehen, bis es gleich losgeht. So, in 10 Sekunden geht es los. Es sind, ja, zur Hälfte, na, etwas unter der Hälfte Premiums drin. 2 Sekunden haben wir noch und da geht's los. So, hoffentlich kriegen wir ein bisschen Loot. Das Schwert ist doch schon mal gut. Vor allem, weil man hier töten kann. Oh. Da sterben wir auch gleich. Weil uns so ein komischer Typ verfolgt. Aber der hat von uns gelassen. Ich glaube, ich habe sein Teammate gekillt. Das könnte durchaus sein. Aber jetzt sind wir natürlich low. War nicht so eine gute Idee. Ist mir auch erst eben gerade eingefallen, dass man auf Hive direkt Leute töten kann. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Wenn der jetzt ein Schwert hat. Yo, das war richtig geil. Was wir da gemacht haben, Leute. Das war First Try. Einfach nur, weil es der First Try ist, lasse ich es einfach mal drin im Video. Vor allen Dingen, weil dieses 24er Survival Games ja nicht so lange dauern. Sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Auf zu eurem zweiten Versuch. Oh mein Gott, 5 Sekunden und es geht los. Und hoffentlich kriegen wir eine Kiste. Und Action. Okay, das Wichtigste haben wir. Die Angel wäre vielleicht noch für andere von euch wichtig gewesen. Aber ich spiele ohne Angel. Oder noch spiele ich ohne Angel. Ist vermehrt. Irgendwie so. Dass ganz viele von euch mit der Angel spielen. Und versuchen damit Kombos zu kriegen. Oder Kombos zu machen. Kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich habe das noch nicht so für mich entdeckt. Tut mir leid. Ja, was soll ich sagen? Obwohl, ich versuche es jetzt auch eigentlich mittlerweile, wenn ich ein bisschen auf Timolia im 1 vs 1 bin, dann gehe ich auch ab und zu mal. Also wenn die eine Angel haben, dann ärgere ich die auch ab und zu mal damit. Weil irgendwo muss man die auch einsetzen. Und sehr schöne Kiste war das hier, eine ganz tolle Kiste und da haben wir auch unsere allbeliebte Angel. Ich hoffe mal, hier finde ich noch was oder werde ich, ups, da kommt der uns auch schon gleich einer entgegen, dann komm mal her hier, Minion, du bist doch ein netter Kill für uns, du bist doch hier fast Free Kill. Da waren 2 Kisten, ich hab's gesehen, aber der kommt hier eh nicht wieder raus, von daher töte ich den kurz. So, waren hier noch Sachen? Nee, ne? Auf den Boden gucken, dann kommt man da auch hoch. Hose, zweite Angel, ein paar Sticks und den Goldbarren. Was bringen diese Goldbarren auf Hive eigentlich? Weil, soll man sich da irgendwie Goldapfel machen oder ist das für Rüstung gut? Weil ich finde die nicht gerade so sinnvoll. Ich meine, ich habe jetzt schon ein Steinschwert und selbst ein Holzschwert, da würde ich mir nicht ein Goldschwert machen. Also wenn ich ein Holzschwert hätte. Das ist ja wirklich nur sinnvoll, weil man überhaupt gar kein Schwert hat. Hier war auch noch keiner, aber diese Kiste bringt uns nicht weiter im Plan. Die schon etwas, weil ich jetzt hier ein bisschen TNT gefunden habe und ein wenig XP für unser Steinschwert. Wollen wir mal gucken, laufen wir einfach mal da über die Brücke etwas nach außen und schauen, ob wir einen Gegner finden. Ich hoffe, dass kein Team rumläuft, aber das ist natürlich sehr wahrscheinlich. Auch wenn es nur 24er SG sind. So, und ich habe euch ja am Anfang des Videos schon gefragt, welchen Server, aber wo würdet ihr lieber SG von mir sehen? Ob ihr lieber auf Gomme die Survival Games von mir guckt oder auf Hive oder ist euch das eigentlich egal? Sagt ihr, ja, Hauptsache SG. Oder kommt es euch da auch jetzt direkt auf den Server an? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich würde das mal brennend interessieren. Okay, komme ich da irgendwie zu dem Typ durch?
Ja, da komme ich durch. Ey, frisst aber doch noch ganz schön viel. Aber wir haben auch noch ordentlich Herzen, 7 Herzen. Kann man sich nicht beschweren. So, mal die Lage auschecken. Das ist nämlich immer das Wichtigste. Und wenn ihr auf irgendeinem Server das wollt, dann schreibt auch am besten noch wieso. Ja, auf Hive, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, weil ich Gomme nicht mag oder so. Jetzt nur, das ist nur natürlich nur ein Beispiel, ne? Entspricht jetzt nicht der Wahrheit hier. So. Ich muss mich mal ein bisschen durchsortieren. So. Gucken wir mal, ob hier einer ist. Ich will nämlich nicht ins Feuer gestoßen werden, auch wenn das, glaube ich, gar nicht geht von der Logik her. So, hier durch. In den Innenhof hinein. Also ich spiele, um ehrlich... Ach, das ist ja hier immer so. Das vergisst man immer. Irgendwie vergesse ich das auch immer nur. Die anderen machen es alle richtig. Ja, ich finde auf Hive finde ich die 24er SG, ganz ehrlich, da finde ich die wirklich besser. Aber auf Gomme finde ich die 64er SG hingegen wirklich gut. Ich weiß nicht wieso, also ich will jetzt nicht sagen, doch auf das Team schon weniger auf Hive in den 24er SG als auf Gomme, glaube ich. Weiß auch nicht wieso das so ist, aber ist so mein Gefühl oder meine Erfahrung. Von dem her spiele ich 24er SG sehr, sehr gerne hier auf Hive. Und aber 64er SG spiele ich sogar etwas lieber. Einfach weil, ich weiß nicht, das sind einfach mehr Leute. Und mehr Leute heißt für mich auch mehr Spaß. Und deswegen spiele ich auch öfter 64er SG oder eigentlich fast nur 64er SG. Aber ich dachte mir, wir spielen heute auch mal Hive-SG. Ich meine, das muss ja auch eine Abwechslung in SG geben. Und deswegen wollte ich euch fragen, wo hättet ihr es gern? Wo hätten die Damen und Herren das denn gern? Auf Hive oder auf Gomme? Hat aber noch eine Kiste. Ich habe keinen Tracker, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Finde ich, weil da vorne... Oh, Team. Ich habe eben noch darüber geredet, dass es so wenig Teams gibt. Das ist aber sehr toll, dass mich jetzt ein Team verfolgt. Okay, wir gehen einfach die Route zurück, wo ich herkam. Das sollte ich mir noch gemerkt haben. Hier. Und dann hier. Und dann Shift. Da bin ich mal gespannt, wo die sind. Kommt man hier irgendwie rein? Ja doch, da kommt man rein. Dann müssen wir hier durch. Da raus. Zack. Und dann stellen wir uns hier hin. Mal gucken, ob die das kapieren. Nee. Die haben es noch nicht so ganz gerafft. Ich esse mal jetzt das gute Brot, damit ich ein bisschen Hunger regenerieren kann. Ja, ich würde jetzt ungern gegen das Team kämpfen. Aber ich weiß noch nicht, wie gut die sind. Das ist immer so eine Sache, wie gut die ausgerüstet sind. Ich konnte es nur ansatzweise sehen, um die Ecke. Und dann... wie gut die wirklich sind. Wir stellen uns mal hier hin. Vielleicht laufen die ja hier vorbei und dann gibt es von der Seite Schelle. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht haben die auch einen Kompass, das wäre optimal. Aber ich glaube, die sind echt... Ach ja, jetzt kommen sie. Einer kommt, der zweite kommt auch. Jetzt sind sie unten im Hof, aber ich shifte hier. Das ist ganz gut. Sie müssen sich irgendwie so ein bisschen trennen, wenn sie sich sicher fühlen, wisst ihr? So, darauf habe ich gewartet und du bist auch... Oh, der hat mir ordentlich Schelle gegeben, aber genau auf diesen einen Moment habe ich gewartet. Aber die hatten auch nicht wirklich noch mehr für mich, oder? Ich muss lieber aufpassen, dass ich nicht abgestaubt werde, weil da habe ich schlechte Erfahrungen mit. Sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Ja, das kann alles raus. Das brauchen wir nicht. Bogen haben wir auch zu Genüge. Und ja, Steinschwert brauche ich eigentlich auch nicht. Geht das hoch? Ja, ne? Sehr schön. Die Items sind weg. Ich hoffe mal, da war kein, Tracker dabei.
wenn es überhaupt einen Tracker gibt. Also ich spiele das wirklich nicht so oft, weil, wie schon gesagt, ich mag die 64er SG mehr. Aber ich kann auch gerne hier auf Hive spielen, also es ist mir eigentlich relativ egal. Ich möchte mich auch ein bisschen nach euch richten da. Da kann man ja auch ab und zu mal hier auf Hive Survival Games bringen, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann schreibt es ganz klar in die Kommentare. Nee, wir sind lieber für Gomme oder halt eben umgekehrt. Und hier, ja, wir können uns nicht wirklich noch verbessern. Geht's schon los? Ja, ne? Wie viel Deathmatch? 2 Personen, nicht allzu gut ausgerüstet. Gibt's hier eine Kiste oder sowas? Nee, gibt's nicht. Ja, schieß mich ruhig ab, Mann. Schieß, du triffst eh nicht. Lass stecken. Ah, der spielt mit der Angel. Doch hier gibt's eine Kiste. Die habe ich jetzt genommen. Aber ich weiß nicht, ob die was bringt. Da ist eine saure Kartoffel drin. Schießt der jetzt auch mal? Oder sind die Team? Dia-Schwert. War da noch ein Dia-Schwert drin? Ich hoffe nicht, dass die Team. Ja, aber es scheint mir ein bisschen so. Und bam, kriegen wir den. GG, Leute. Den haben wir auch noch gekriegt. Heftiger Kampf. Heftig, deftig. 4 Kills waren das, glaube ich, jetzt. So, und da haben wir noch einen Pfeil im Kopf. Wenn euch die Runde Hive-SG gefallen hat, lasst bitte eine Bewertung da und schreibt hier rein, wie es ausschaut, wo soll ich spielen. Oder ist euch das vollkommen wuppe? Also, ich habe es jetzt mindestens 1000 Mal gesagt, aber mich interessiert es einfach, was ihr denn gerne hättet, weil das ist auch ziemlich wichtig, damit euch die Videos auch gefallen. Ich meine, ich mache die ja für euch, die Videos. Ich mache die ja nicht für mich selbst, dann bräuchte ich ja keine Videos machen, dann könnte ich auch einfach so nur spielen. So, und jetzt am Ende des Videos gibt's die Gewinnspielauflösung. Ja, ich mache das mit einer Webseite, wenn alles klappt. Ich habe da nämlich so eine Webseite gesehen und da kann man das, glaube ich, mitmachen. Und die schneide ich euch jetzt hinten ran. Also, ich habe es jetzt noch nicht gemacht zu dem Zeitpunkt, aber ich wünsche nochmal hier allen viel Glück. Und dann sehen wir gleich, welche 3 Personen gewonnen haben. Ich sag schon mal, ciao. So, hey Leute, willkommen zur Gewinnspielauflösung. Erstmal vielen Dank, dass überhaupt so viele mitgemacht haben. Bitte seid vorab nicht traurig, wenn ihr nicht gewinnt. Wenn es euch das gefallen hat, könnt ihr das gerne schreiben. Und es wird in Zukunft dann auch öfter ein Gewinnspiel geben. Ja, das Video hat mittlerweile 402 Aufrufe, 87 Likes, 7 nette Dislikes. Und ja, es sind 80 Kommentare eingegangen, das heißt, ja, ich werde jetzt hier aus den Kommentaren per Zufall einen heraussuchen, der gewonnen hat. Hier, ich habe hier auf Top-Kommentare eingestellt, das ist vollkommen egal. Es hat auch jeder nur einen Kommentar geschrieben, was ich wirklich sehr schön finde. Ja, natürlich zählen meine Kommentare hier drunter nicht und auch wenn ihr was kommentiert habt, so wie hier, zählt das natürlich auch nicht. Wir gehen jetzt auf diese Seite, da geben wir eine Zahl von 1 bis 80. Wir haben nämlich 80 Kommentare. Und jetzt werden wir erstmal den dritten, also einen von den 3 Gewinnern auslösen. Ist ja egal, welcher Platz ihr seid, weil es gibt ja keine Platzierung, in Anführungsstrichen. Weil es gibt ja 3 Gewinner. So. Und es ist die 36. Das heißt, der 36. Kommentar gewinnt. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, okay, 20, hier kommen, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und hier ist die 36. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du bist der glückliche Gewinner oder einer der 3 glücklichen Gewinner. Ich werde jedem Gewinner eine persönliche Nachricht auf YouTube schreiben, wo wir uns dann kontaktieren, wann wir das machen wollen. So, dann werden wir den nächsten Gewinner auslosen. Wieder hochgehen.
Und können wir noch eine Nummer generieren? Ja, ne, genau. Die 21 gewinnt als nächstes. Also das hier ist random. Also es kann eine Zahl von 1 bis 80 kommen. Der 21. Kommentar gewinnt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, herzlichen Glückwunsch, Plexus Graphic EX. Du hast es auch geschafft. Ich werde mich auch bei dir natürlich melden. So, und jetzt haben wir noch die letzte Zahl. Ich hoffe, ich habe mich jetzt bis jetzt nicht verzählt, sonst wäre das ziemlich peinlich und würde mir natürlich auch leid tun. Aber ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. So, das war Nummer 38. 38, okay. Wir wissen ja, wo die 36 war. Das heißt, wir zählen einfach zwei weiter, würde ich sagen. Kann ja nicht so schwer sein. Das hier ist die 36 gewesen, dann ist das die 37 und dann ist das hier die 38. Evil Chicken 313 spielt wohl gerne auf MC PvP, hat auch gewonnen. Auch bei dir werde ich mich melden. Ja gut, dann war's das für das Gewinnspiel. Bitte seid wirklich nicht traurig, falls ihr nicht gewonnen habt. Das ist echt pures Glück und ist halt eben einfach mal so, mal hat man Glück, mal Pech. Es wird wieder irgendwann ein Gewinnspiel geben oder irgendwas, wo ihr dann auch mal wieder gewinnen könnt, spätestens beim Community Battle. Und dann wünsche ich euch was, habt einen schönen Tag, lasst dem Video eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!